In Halberstadt war heute jede Frage willkommen. Es wird in dieser Stadt Leute geben, die sich nicht impfen lassen werden. Was gibt es denn für Vorstellungen, was aus diesen Leuten werden soll? Fragen zur Notwendigkeit einer Impfpflicht oder Wirksamkeit von Masken. Ärzte und Politiker aus Halberstadt ließen sich darauf ein. Wir können natürlich nur die Antworten geben, die fachlich, medizinisch, wissenschaftlich belegt sind. Und wer das am Ende nun alles nicht glauben will, den kann man, glaube ich, auch nicht mehr überzeugen. Aber alle die, die berechtigte Fragen haben, kriegen hier gute Antworten. Man übte sich im gegenseitigen Zuhören und Ausreden lassen. Manch einer, der sein Weltbild nicht bestätigt sah, ging kopfschüttelnd. Die meisten aber blieben. Im Prinzip ist miteinander sprechen immer gut, was ja heute in der Gesellschaft ein bisschen fehlt. Es hätten auch manche Fragen etwas intensiver beantwortet werden können, aber ich finde, für den Anfang ist das okay. Der Anlass für das Dialogangebot waren die Demos gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, wie hier in Magdeburg. An vorderster Front steht dann die Polizei. Im Grunde genommen organisiert in einen Dialog zu begeben, das ist natürlich der viel bessere Weg. Er erreicht aber nicht alle. Diejenigen, die gewaltbereit sind oder Gewalt anwenden wollen, die werden so einer Dialogveranstaltung nur folgen, um sie zu stören. In Halberstadt blieb es heute friedlich. Die Stadt kündigte an, das Format zu wiederholen.